Weiter geht es mit Galaxy 4. Euch allen viel Vergnügen hier. Mit Supernova geht es weiter. Eine Runde weiter. In welcher Runde sind wir mittlerweile eigentlich? 25? Anscheinend, ne? Kulturpunkte. Hyperwellenradio kommt gleich. Gleich können wir eine zweite Politik machen. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann... Das ist die Sonde, die mit der Uhr fliegt. Die schicken wir mal. Was ist denn das hier? Ein Entdeckungsschiff. Einer anderen Ziff. Hier runter, hier lang. Und dann bitte schön hier vorne hin. Genau, das sind Kolonisten, die wollten hier vorne hinfliegen. Oh, Forschung abgeschlossen. Hyperwellenradio ist da. Jetzt können wir alle möglichen Dinge bauen. Also wenn das stimmt, bekommen wir jetzt ein zusätzliches Flaggschiff. Eine neue Politik. Das ist super cool. Bevor wir uns für irgendwas Ressourcen sammeln durch Zivilisten, klingt cool. Schiffe verbessern, Wissenschaft verbessern, Xenoforschung. Forschung war hier links. Und wir wollten bei der Forschung ja eigentlich. Hier. Neue Welten kolonisieren. Hier geht's hin. Also, das machen wir auf jeden Fall. Dann können wir endlich die Wissenschaftler ausbilden. Denn das sehen wir uns schon seit Ewigkeiten. Machen wir das hier. Konstro, danke fürs 35. Abo. Liebe Grüße an Konstro. Danke dir. Ist die Musik eigentlich laut genug oder soll ich die Musik noch was lauter machen? Wir hatten, glaube ich, im Hauptmenü gestartet. Wenn er erst im Chat fragt, welche Musik, weiß ich, dass wir uns um was kümmern müssen. Wir haben einen neuen Politikplatz gerade freigeschaltet. Mehr Wachstum, ja, das ist leider, klingt toll, wir brauchen ja mehr neue Bürger. Aber der Basiswert ist ein so geringer, dass die plus 100% nicht viel bringen. Und 15% Zustimmung runter gilt auf alles, auf Forschung, auf Produktion, ungerne. Mehr Militär brauchen wir nicht. Mehr Kriminalität und Verschmutzung auch nicht. Mehr Geld. Geld bekommen wir auf andere Weise. Einflusswachstum und mehr Geld, das können wir machen. Hallo Arrow. Musik lauter. Forschungsförderung, 20% mehr Forschung und etwas weniger Geld, das können wir machen. Bewegungspunkte runter, Trefferpunkte rauf. Für 200% mehr Wachstum. Und ein Unterhalt mehr, das wäre mir egal. Das könnten wir machen. Aber wir haben im Augenblick gar kein Wachstum. Das könnten wir später mal austauschen. Ja? Und im Gegenzug nehmen wir erstmal Einflusswachstum ohne Bruttoeinkommen mehr. Nee, mehr Forschung. Wir gehen hier drauf. Ja. Hättet ihr gerne mehr Musik? Ja? Wenn es zu laut wird, sagt bitte Bescheid. So, mit der Flotte geht es wieder hier oben hin. Mit der Sonde mit Uhr hier runter. Mit der Sonde... Was ist denn das für eine? Das ist die Sonde Süd, ne? Und die schicken wir hier rein. Boah, in welchem irren Tempo die hier alles besiedeln. Dann mit dem Arbeitsschiff hier. Was hat man denn mit dem? Ach, das steht in einer Schiffswerft drin, ne? Nein! Damit wollten wir die Durantium-Vorkommen mit einer Sternenbasis claimen. Die beiden hier. Das und das.
Auf Dauer wurde uns eben von erklärt, von einem Stardock-Mitarbeiter, klappt das nur dann, wenn wir auch eine Welt hier besiedeln. Das geht aber noch nicht. Hier wären beide dran. Wir würden das hier blocken. Beide wären dabei, das könnten wir machen. Wir würden zugleich, wird es hier neben dem hier stehen, Bergbau hier, das können wir machen. Das ist ein guter Platz. Hier gehen wir hin. Wir könnten noch eins rauf, hier vorne hin. Aber wir haben keine Probleme damit, dass es genau hier bleibt. Eine Sternenbasis bauen. Und zwar wieder eine Bergbausternenbasis. Bergbaudrohnen als Modul dazu. Jetzt bekommen wir zweimal Durantium dazu und 0,4 in Summe jede Runde mehr. Wir könnten übrigens auch überlegen, wir haben ja den galaktischen Basar hier unten und den noch gar nicht genutzt, dass wir überzählige Ressourcen verkaufen. Wir können alle strategischen Ressourcen ein- und verkaufen. Hey, wir können Harmoniekristalle kaufen, um die unseren Leadern, den Anführern zu geben, damit die mehr Zustimmung empfinden uns gegenüber. Das können wir jederzeit machen. Wenn wir das Gefühl haben, das ist was Wichtiges für uns. Im Augenblick ist es, glaube ich, egal. Wir könnten mal schauen, im Chat wird es gefragt, ob wir bei der Diplomatie nochmal Handel treiben können. Ja, wir können wieder Handel treiben. Das sind die, mit denen wir uns so freundlich stehen. Wir holen uns Forschung. Alles, was geht. Fregattenklasse freischalten. Alle Forschung, Xenoforschung. Ja, dann könnten wir umsatteln auf eine andere. Damit haben wir gerade erst angefangen. Jetzt müssen wir gucken, dass der Balken hier in der Mitte, dass der so in der Balance ist. Und die Vasalübersetzer noch nicht. Wir wollen nicht, dass sie mit anderen Handel treiben können. Wir sind gemein. Das machen wir einmal rein. Mehr maximale Politiken. Ja. Könnte man machen. Ich gönne ihm mal den Asteroid-Schurfer. Wir können ihm noch einen Vertrag. Wir können ihnen offene Grenzen anbieten, dass sie durch unseren Raum hindurchfliegen können. Langsam wird's besser. Wir gönnen ihnen entweder die Subraumströmung oder das Hyperwellenradio. Wir müssen ihnen alles gönnen. Ja, das wollten die unbedingt haben. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir sind immer noch dick im Plus. Wir können uns nochmal Geld holen. Das geht bei uns dramatisch alle. Alles, was sie an Geld uns geben. Jetzt brauchen sie wiederum etwas mehr. Okay. Und so? Das würden sie machen, aber 68 nicht. Und 67? Das würden sie machen, aber 68 nicht, habe ich richtig gesehen. Verrückt. Die wollen nicht auf einen Minusbetrag kommen. Jetzt ist die Musik zu laut. Das haben wir jetzt davon, ne? Ihr könnt mich gar nicht mehr hören. Könnt ihr mich nur hören? Jetzt ist die Musik zu laut, habe ich gesagt. Zu laut. Die Musik. Also das können wir machen. Wir haben sogar ein Plus. Wir könnten noch... Nee, das ist halbwegs ausgeglichen. Drei Forschungen. Geld. Drei Forschungen geben wir ab und erlauben ihnen offene Grenzen, okay? Machen wir das so? Einverstanden? Alles gut. Wir könnten Überzeugen nutzen, damit der Handelswert für wertvoller erscheint. Wir haben einen Überzeugungswert, sogar einen recht guten. Da könnten wir eventuell noch mehr bekommen.
Ja, und jetzt könnten wir, vielleicht bekommen sogar Geld pro Runde, könnten uns noch mehr Module holen. Antimaterie. Ja, das wollen sie nicht, das, oder? Doch, es ist drin. Wir brauchen mehr. Etwas beim Geld runter. Das klappt jetzt doch? An dem bisschen Geld hängt das. Das ist ja krass. Zwei Antimaterie, 36 Credits, die ganzen Forschungen und so weiter. Okay? Ich kriege echt nicht 67? An dem einen Credit scheitert's. Hast du ein geiziges Pack, ganz anders als ich. Ich bin ja, wie ihr gerade erlebt, die Großzügigkeit in Person. Ich bin kein Pfennigfuchser. Ich bin keiner, der wegen eines Goldstücks oder eines Credits ewig falscht. Seht ihr doch hier. Die sind total geizig und ich bin die Großzügigkeit in Person. Unfassbar hier. Ja. Machen wir einmal so, akzeptieren wir. Denn das hier? Oh, wir können andere Diplomatie noch mit denen betreiben. Mal gucken. Hallo Alien. Wussten Sie, dass wir mit der gleichen Hingabe nach Kunst und Wissenschaft streben? Eines ist bedeutungslos ohne das andere. Freundschaft verkünden mit Ihnen, finde ich gut. Komm, das machen wir. Versuchen wir mal, ob die sich mit uns anfreunden. Ja. Einen für guten Handel zu haben, ist nie schlecht. Wir haben Freunde gefunden. Und das ist das Diplomatie-Diagramm hier. Aus unserer Sicht. Mit denen sind wir neutral, mit denen sind wir jetzt warmherzig und befreundet. Und bei denen ist es plus minus null. Die sind so kriegerisch drauf. Wir gucken mal. Die würden auch mit uns handeln. Ja, aber was sollen wir uns von denen holen? Wir warten ab. Die haben auch kein Geld und kein Nix. Wir gehen mal wieder raus. Wir schauen mal in die Statistik, wie stark wir mittlerweile sind in der Datenbank. Militärische Stärke geht so bei uns. Die rüsten auf unsere Feinde. Wirtschaftlich. Ja, wir haben kaum Geld. Das ist die Produktion von Geld. Wir haben viel Geld auf der hohen Kante, aber die Staatskasse zeigt, wir haben viel. Aber wir produzieren wenig. Das ist mir völlig egal. Fraktionsstärke insgesamt. Wir haben mächtig aufgeholt. Das ist sehr gut. Militärische Stärke hatten wir uns schon angeguckt. Einfluss machen wir auch einen Sprung, weil wir viele Raumbasen allmählich bauen. Fertigung sind wir sowieso die Besten. Forschung. Wir haben mächtig aufgeholt bei der Forschung. Das war wichtig. Zustimmungsrate sowieso top. Staatskasse geht so. Prestige für den Prestigesieg. Leute, es läuft. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Habt ihr gut gemacht. Das ist die Schiffswerft, die neu gebaute im Ruhrpott. Sehr cool. Ruhrpott ist hier vorne. Und hier können wir die Asteroiden anschließen. Und bald auch die hier. Und die auf jeden Fall hier. Wir bauen einen Asteroid-Schürfer, damit wir mehr Produktion bekommen. Und dann gucken wir weiter. Und einen Frachter können wir losschicken. Zu einer der anderen Welten. Ich würde sogar mit dem Frachter anfangen. Schicken wir zur Kernwelt rüber. Ja, und dann würde ich auch hier einen Frachter bauen. Hier ist, glaube ich, einer. Dann kriegen wir demnächst auch Geld. Alles top. Ein Frachter von hier zur Kernwelt der Altarianer und ein Frachter von hier aus. Wir ziehen sogar einmal vor. Alles klar. So machen wir das. Hey! Und wir sollten natürlich hier auch ein Schiff losschicken, das die strategischen Ressourcen überall einsammelt.
Das wäre auch elementar. Das wäre die Claimen. Das macht ein Arbeitsschiff für Sternenbasis bauen. Können wir das beschleunigen? Ja, 215 Credits. Machen wir in der Reihenfolge. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen geizig. Ich würde aber erstmal gucken, ob das mit dem... Wir haben gleich neue Welten und müssen auf den Dinge bauen. Wir haben hier vorne die Welt hier neu gebaut. Spock haben wir neu besiedelt. Versorgungsdepot wird uns drastisch mehr Produktion geben. Das zu beschleunigen ist sehr sinnvoll. 70 Credits. Jetzt haben wir 6 Produktionen und jetzt haben wir 7 Produktionen. Ja, es ist immerhin etwas. Und jetzt machen wir so weiter hier. Oh, ein Event. Feind des Staates. Die Altarianer, unsere besten Freunde. Unsere einzigen. Melden sich bei uns. Danke an Konstro fürs 35. Abo. Melden sich bei uns und sagen, oh, ein Putsch gegen die Anführerin dort. Pläne wurden vereitelt. Der General ist geflüchtet. Hat bei uns Zuflucht genommen. Den liefern wir aus. Also so nette Leute. Wie kann man gegen die putschen? Den liefern wir aus. Oh, Totalitarismus-Ideologiebewusstsein erhöht sich. Und bessere Beziehungen. Oder wir sagen, nee, das ist euer Problem. Egalitarismus, darauf stehen wir total. Erhöht sich, wir haben einen hohen Rabatt. Wir verlieren an Kontrollpunkten. Und wir bekommen mehr Zustimmung bei uns. Ah, das ist schwierig, Leute. Ja, das ist ja doch viel schwieriger, als ich dachte. Weil wir sind eigentlich voll auf Egalitarismus. Das ist unsere Kern. Philosophie. Alle sind gleich und gleichwertig. Mehr Zustimmung auf unserem Planeten, 24 Runden lang, wäre auch cool. Die 5 Kontrolle zu verlieren, finde ich nicht so schlimm. Das ist die virtuelle Ressource hier oben. Und ich stehe und ich wolle wirklich den Totalitarismus boosten? Wer weiß, was dann noch an Events kommt. Leute, ich brauche euer Feedback. Das eine, ich finde beides positiv. Sage ich ganz offen, weil mit denen sich noch besser stellen, ist auch gut. Und dass wir den Rabatt dauerhaft haben, dass wir preiswerte Logie dort einkaufen lassen können und den Zustimmungsbonus finde ich auch gut. Ich finde beides gut. Schreibt mal, was euch lieber wäre. Ich finde beides positiv. Habe ich mich schon zweimal bei Konstro bedankt? Dann zum dritten Mal. Danke an Konstro. Ihr hättet gern, wirklich, gerne das obere. Aber ist das Rollenspiel? Ja, das könnte man auch rollenspielmäßig begründen, weil wir Egalitarianer sind. Idealismus muss der Realpolitik weichen. Wir machen mal das hier und bekommen noch lange, viele gute, lange Beziehungen zu denen hier. Cool. Noch eine Politik? Wodurch haben wir die denn bekommen? Ach, durch irgendeine Tech, die wir gerade bekommen haben. Haben wir mittlerweile Wachstum in unseren Städten? Ja, wir haben Wachstum bekommen. Sehr cool. Und sogar ordentliches Wachstum. Das würde ich gerne unterstützen. Und Wachstum bekommt man entweder durch die Zwangskolonisierung, was die Zustimmungsrate senkt, oder, da war noch irgendwas viel Cooleres, die große Expansion. Denn einen Unterhalt, wofür gilt denn plus 1 Unterhalt? Im Augenblick minus 8 pro Runde an Gold, 200 mehr Wachstum, die große Expansion. Minus 11. Ah, wir müssen also anscheinend für jede Politik dann minus 1 zahlen, so verstehe ich das. Ist egal. Machen wir so. Gilt ab der nächsten Runde. Nächste Forschung. Raumschiffe besser. Wir müssen mal mit Militär auch bald anfangen, um die einen abzuschrecken.
Aber mittlerweile ganz schöne Forschung dazu bekommen. Wir wollten zur extremen Kolonisierung. Ich würde gerne. Ich glaube, wir nutzen weiterhin die, die uns angeboten werden mit dem Rabatt. Damit kommen wir mit irrem Tempo voran. Damit bekommen wir auch Text, die wir verkaufen können. Ich würde weiter Unterhalt für die Schiffe sein, das meint Northbowman. Für die Kriegsschiffe, das könnte sein. Für alle, die überhaupt Unterhalt geben, nochmal eins mehr. Das ist eine gute Erklärung. Fürs Flaggschiff und die beiden Militärschiffe. Sehr gute Erklärung. Danke an Northbowman. Du hast dich mal wieder falsch benannt im Chat hier. Fangen wir mal hiermit an. Eine Runde weiter. Mir macht das Spiel echt Spaß. Also Civilization kennen wir immer wieder auswendig. Jetzt mal Civilization im All. Wir beherrschen die Regeln noch nicht komplett. Der Besuch von einem Stardock-Mitarbeiter hat uns extrem geholfen. Und obwohl wir uns so langsam, wir haben eine gute Lernkurve, finde ich. Und wir spielen auch nicht unerfolgreich. Leute, wir kommen endlich hier oben an. Wir schaffen's. Wir kommen rechtzeitig hier an. Sonde gegen die Uhr. Nein! Hier ist eine Schiffswerft. Und um die Schiffswerft herum, also Piraten, Raumschiff-Piraten, sind Sniper unterwegs. Die haben eine Sensorreichweite von 2. Die sehen uns nicht. Und die müssen wir drumherum. Und irgendwann müssen wir die auch vernichten. Eine Leto-Flotte. Wo kommen die denn her? Wo kommt die Flotte denn her? Hier ist irgendwo eine unabhängige Welt. Bitte nicht die hier. Ist die mittlerweile besiedelt worden? Ich würde mich schwarz ärgern. Ja, irgendwo ist eine Minor Faction, eine Mini-Fraktion. So wie wir eine schon kennen, die hier, so wie die hier. Die müssen, das ist eigentlich der Leto. Das würden wir aufdecken. Hier, wir haben eine Sensorreichweite von 8. Hier kann es nicht sein. Hier muss irgendwo noch eine Mini-Welt sein. Hier halten wir ein bisschen Sicherheitsabstand. Da ist es, wir haben es gefunden. 2 Sektoren gibt es. 2 Zufallskarten, die miteinander verbunden sind über ein Subraumtor. Da ist es. Hey, hier steht Subraumtor 2. Das heißt, irgendwo hier unten ist Subraumtor 1. Und der andere Sektor. Und die beiden anderen Ziffs, die wir noch nicht kennen. Mit der Sonde fliegen wir hier rein. Können wir schon. Ich freue mich wie Bolle drauf. Super cool. Was wollten wir mit dem Arbeitsschiff nochmal? Weltraumbasis. Wir wollten eine Weltraumbasis bauen zwischen den beiden hier. Die beiden Welten hier boosten. Das wollten wir machen. Feinde können von rechts kommen. Die Bergbaustationen können hier eigentlich auch feuern. Ich glaube nicht, nur die Militärstationen, ne? Doch, die können sich auch verteidigen. Dann würde ich, weil die Feinde können potenziell von hier vor allem kommen, selbst diese Station so bauen, dass sie ein bisschen nach rechts raus ist. Da machen wir gleich eine Kolonie. Vielleicht hier so dazwischen. Hier hin. Dann könnten die alle, hier machen wir noch mehr Kolonien hin. Gute Verteidigung. Vielleicht hier so hin, ne? Dann hat das alles gut abgedeckt. Eine Wirtschaftssternenbasis für die Unterstützung dieser beiden Kernwelten, die wir hier haben. Und
Und wir können bauen, entweder, wie viele Module haben hier Platz? Ein oder zwei? Ich glaube nur eines, ne? Wie viele Module können hier untergebracht werden? Wo steht das? Für wie viele Module wir Platz haben? Gibt es da eine Grenze? Wir können ein Labor bauen für mehr Forschung oder für mehr Industrie. 3% mehr Fertigung, das ist ja echt verblüffend wenig. Promethion haben wir. Durantium und Promethion. Durantium haben wir. Promethion haben wir 3. Durantium haben wir 9. Was hier vorne? Produzieren wir 5 Wissenschaft? Da 5 Wissenschaft. Produktion brauchen wir auf beiden. Ich würde im Zweifelsfall beide bauen. Booker, danke dir fürs 25. Abo. Grüße an Booker. Danke dir. Wir fangen mal mit der Produktion an. Bauen das? Oh, wir können auch weiterbauen. Leute, kann man irgendwo sehen, wie viel man bauen kann? Wie hoch ist der Unterhalt hier? Kosten die Unterhalt? Ein Unterhalt war es gerade, ne? Eben waren es minus 11, jetzt minus 12. Ich glaube nicht, dass es mit der Anzahl der Module zusammenhängt. Wir können auch bauen das hier. Noch mehr Fertigung. Hat sich der Unterhalt verändert? Nein. Wir bauen das hier noch. Sehr cool. Alles klar. Was für ein schöner, mächtiger. Ich finde das so cool, dass man so dicht ranzoomen kann im Spiel. Könntet ihr euch vorstellen, hier zu leben und zu arbeiten? Mal gucken, wer von euch darauf jetzt anspringt, was ich jetzt reintippe hier. Stadelbasis Alpha 1. Bei wer von euch bekommt gerade Nostalgie-Flashs, wenn ich hier reinschreibe? Stadelbasis Alpha 1. Shai möchte ja schon mal nicht leben. Northbowman meldet sich freiwillig, danke. Der neue Streamwatcher auch lieber nicht. Leben ja, arbeiten nein. Mondbasis Alpha 1. So hieß das Teil. So hieß die Serie. Okay, das ist jetzt wirklich nur für die etwas Älteren unter euch, also ich zum Beispiel. Es gab mal eine Serie mit Walter König, der ist mittlerweile verstorben. Ein US-Schauspieler, der hat den Kapitän gespielt. Mondbasis Alpha 1 hieß das, genau. Das waren nicht die 50er. Das waren die 80er Jahre vielleicht. Oder die 80er oder die 70er Jahre. Nicht die 50er. Nie und nimmer. Nie und nimmer. 70er oder 80er. Die 70er. Meinen die Leute auch. Sollen wir die Mondbasis Alpha 1 nennen? Retro. Mondbasis Alpha 1. Man nennt sie auch Retro. Längster Name aller Zeiten. Wir können auch sagen Mondbasis Retro 1. Nee, Raumpatrouille Orion ist was ganz anderes, genau. Ja, das war noch auf in Schwarz-Weiß. Komm, Leute, bevor wir hier die 30-Jährigen verlieren, lass uns lieber weiterspielen hier. Rin Kurano weiß schon mal nicht, worüber wir hier reden. Wir haben die erste Wirtschaftsbasis hier gebaut. Ich bin total fasziniert. Was bauen wir als nächstes hier? Frachter, Asteroidschürfer. Und wie viel Boost gibt es daraus? Fertigung plus 12%, Forschung plus 3, Bruttoeinkommen. Das wird sich schon lohnen, so ein Teil auch hier hinzubauen. Ja, sobald hier mehr Planeten sind. Chopper, wie schön das wächst hier. Klasse. Und hier oben kommt jetzt das Neue hin. Eins weiter.